Hallöchen ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Haustour. Wir haben es endlich geschafft, wir haben es möglich gemacht, wir haben alles aufgeräumt für euch. Heute geht's los. Delia und Hanna zeigen euch mit mir als Kameramann unser Haus. Genau. Sagst du, wenn es losgeht? Geht los. So meine Lieben, wir starten jetzt mal ganz einfach in unserem mini kleinen Eingangsbereich, auch wenn die hier gerade sind. Wir stapeln hier eben immer die Jacken. Jacken und Schuhe, hier liegt alles immer rund. Haben hier so einen kleinen süßen Schrank. Schatz, den kannst du auch zeigen, den mag ich ganz gerne. Der macht irgendwie so, wir haben ja ein recht modernes Haus, aber so ein bisschen mit alten Elementen und das finden wir ganz geil. Ja, dann geht's erstmal in unser ganz schlicht gehaltenes Gästebad mit einer Dusche. Was ich total lieb, ist unsere Glasdusche, unsere, wie nennt man das, Schatz? Ebenerdige, bodengleiche Dusche. Genau. Ja, ist wirklich ganz schlicht gehalten, also. Aber uns gefällt es trotzdem ganz gut, oder Schatz? Ja, aber wir freuen uns besonders darauf, selber zu bauen dieses Jahr. Ja, freust du dich auch, Lili? Mhm. Auf unser Haus. So, ich übernehme wieder. Wir gehen erst in die Küche, Schatz, oder? Also wir haben hier unsere Küche. Bei uns ist alles in einem Raum. Das finden wir ganz cool, weil ich hier dann immer beim Kochen zugucken kann und er kann mir beim Kochen zugucken. Deswegen hier haben wir Sie schaut mir beim Kochen zu. Nee. Also hier haben wir unsere Küche. Es ist weiß. Wir haben alles, was wir brauchen. Ja. Gut, unser toller Wasser. Jannis Lieblingsteil übrigens, der Wasserspender. Der Wasserspender ist noch so ein Relikt aus meiner alten Wohnung, weil ich da im 5. OG gewohnt habe ohne Aufzug und viel zu faul war, immer Kästen zu schleppen, Wasserkästen zu schleppen. Dann kommen wir hier zu unserem kleinen Essbereich mit Kamin. Ich liebe ihn. Wir haben ihn im Winter wirklich richtig oft angezündet. Und es war richtig gemütlich. Wir haben mit Familie hier gegessen, Weihnachtsessen hatten wir hier. Und dann hat man eben ein schönes Feierchen. Und was das Geilste ist, man hat von der Couch aus das Feuer zu sehen und vom Esstisch. Deli, wie geht's denn weiter? Deli, erzähl mal, wo geht's denn weiter? Geht's ins Wohnzimmer? Lieblingsort. Das ist dann unser Wohnzimmer mit tollen Ausblick auf den Wald, auf die Natur. Und haben wir sogar einen Fuchs, Schatz, filmen den Fuchs. Da unten. Wo ist er? Da siehst du ihn am Zaun. Ah, da am Zaun ist er. Wir haben hier mal Wildschweine, Füchse, andere Dinge. Wir haben hier unsere Chiller-Couch und Delis Malediven. Wir nennen sie mal Malediven, weil es aussieht, als würde sie auf einer Insel fliegen. Auf einer Insel fliegen? Auf einer Insel liegen. Macht nichts, Schatz. Ich habe jetzt auch überlegt, hä, da war das so falsch. Glück. So. Wo bist du? So, die kleine Motte ist hier zu Hause und sie hat eine beste Freundin. Eine beste Freundin? Mipsi! Taufen wir sie einfach mal Mipsi. Guck mal, ist da Mipsi. Aber sie hat schon ein bisschen den Geist aufgegeben. Sie hat eigentlich so ein Kinderlied gespielt, jetzt kann sie es nicht mehr. Mipsi? Ist da Mipsi? Ja, hallo. So, das war das Zimmer von Delia Schlönvogt. Gefällt's? Du mal lachen, Schatz. Gefällt's dir? Gefällt's dir? Ja, komm mit. Dann haben wir noch ein anderes Reich, das Katastrophenreich. Ja, weil du so viel Klamotten hast. Weil ich natürlich so viel Klamotten habe, ist klar. Ich habe Hanna schon die Hälfte meines Kleiderständers abgegeben. Nee, gerade mal irgendwie so 10 cm. Das da habe ich noch gegeben. Das hast du, deine Taschenhände. Ach ja, stimmt. Deine ganzen Schuhe. Reicht. War schon ein bisschen peinlich, die Aktion, oder? Was? Warte. Nein. War cool? War sie cool? Ja. Du bist schon eine coole eigentlich, eher so, oder? Ich zeige euch jetzt noch ein paar Lieblingsstücke. Hör auf, Schatz! Ich zeige euch jetzt noch ein paar Lieblingsstücke aus dem Kleiderschrank. Und zwar hat die mir Janni geschenkt. Das rote Kleid. Danke, Schatz, für das rote Kleid. Bitteschön, mein Schatz.
Das ist mein Schminkbereich, der... Das hat aber natürlich alles überhaupt nichts mit unserer Haustour zu tun. Jetzt hör auf, mich zu verarschen mit dem bayerischen Bär. Der ist süß. Guck mal. Ja. Das soll dich darstellen mit bayerischen Lederhosen. Richtig, genau. Falsch. Ja, dann... Was ist mit dem Bär falsch, Schatz? Findest du den peinlich? Den habe ich ihr am Flughafen gekauft, weil ich an sie denken musste. Ach, du musstest mal an sie. Ausnahmsweise mal. Was denn? Dann geht's weiter. Oh Gott. In unser Bad. Da war eine. Da ist meine Zahnbürste. Lieblingsschampoo. Und die hören schon auf. Und das ist unser Spiegel. Sag mal, vielleicht zeigst du den Leuten jetzt mal das Haus, anstatt ständig an dir rumzufummeln. Tue ich doch gar nicht. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingsraum in diesem Haus. Tralala. Ist das dein Lieblingsspiegel? Das ist übrigens voll die Kunst. Schau mal, Schatz, wie Debbie und ich aussehen. Ja. Das ist das Bettchen von Debbie. Da schläft sie immer. Ja, da freust du dich, Schatz. Da freust du dich. Sie liebt es momentan total gern, so rumgetragen zu werden. Sie will immer in Sitzposition sein. Klar, die ist jetzt auch schon groß. Fast 3 Monate. Wir haben unseren Weihnachtsbaum noch. Ja, und der ist orange. Den hätten wir vielleicht mal wegschmeißen können. Habt ihr einen Weihnachtsbaum? Ja, schreibt mal in die Kommentare. Leute, das war unsere Haustour. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Lasst Hanna auf jeden Fall ein Daumen hoch da. Ja, wir auch. Und, ja. Und abonniert mich.